Also bei der Bavaria-Liste musste man sich damals ja auch anmelden. Und jetzt ist sozusagen dadurch, dass Comgen umgestellt hat auf ein neues System, muss man sich eben neu anmelden. Da gab es immer mehr Probleme, deswegen hat der Herr Sichelstiel da eine Anleitung gemacht, welche Möglichkeiten es gibt. Ich gehe jetzt einfach mal nach seiner Anleitung. Da ist also CompGen und dann muss ich jetzt das Ding hier wegmachen. So, dann geht man auf Kommunizieren und da ist Mailinglisten und Discords. Dann kommt man auf diese Startseite und hier sieht man also schon alle möglichen Mailinglisten hier links. So, jetzt war ich wieder zu schnell. Wenn ich jetzt hier oben muss ich dann auf Anmelden gehen. Da gebe ich eben die E-Mail-Adresse ein. Und zwar ist es so, dass wir ja bisher bei dieser Bavaria-Liste auch schon damals eine Anmeldung hatte und Sie erinnern sich vielleicht, dass einmal im Monat so eine E-Mail kam mit den Zugangsdaten sozusagen, die man hatte. Das heißt, man gibt hier die E-Mail-Adresse ein und wenn man sein Passwort von Anno Dunemals nicht mehr weiß, dann geht man hier auf Passwort vergessen, dann bekommt man ein neues Passwort zugeschickt. Man muss sich also ansonsten nicht weiter was weiß ich, Adresse, Kontodaten oder sonst was hinterlegen. Und dann kommt man auf diese Unterfunktion und hier gibt es alle Kategorien. Und wenn man da drauf geht, dann kommt eine Reihe mit den ganzen Mailinglisten, was es also alles gibt. Und da kann man sich dann eben anmelden. Das heißt, man geht jetzt zum Beispiel auf die Bavü. Und dann sieht man hier diese Glocke. Und hier kann man dann verschiedene Varianten einstellen, beobachten. Heißt, dass man die ganzen E-Mails zugeschickt bekommt und auch antworten kann. Und das ist also das, was wir bisher von der Mailingliste her. Beim Herrn Wegele klingelt das Telefon. Das heißt, ich gehe dann hier auf Beobachten und dann bekomme ich die E-Mails, so wie vorher über die Bavaria-Liste, auch ganz normal zugeschickt. Der Unterschied ist, bisher konnte man beim Antworten auch nur direkt dem Schreiber antworten. Jetzt geht die Antwort immer an die ganze Mailingliste. Wenn ich also eine E-Mail habe und direkt dem Schreiber antworten will und der seine E-Mail-Adresse nicht rein hat, dann muss ich auf diese Seite gehen. Dann muss ich hier auf diese Diskursseite gehen, muss mich da anmelden und dann kann ich direkt, wenn ich auf den Namen zum Beispiel gehe, kann ich dann direkt ihm eine Nachricht schreiben. Das heißt, es ist jetzt etwas umständlicher als vorher, wo ich also auswählen konnte, ob ich an die Liste schreibe oder ob ich direkt nur demjenigen antworten möchte. Und ich kann mich hier eben bei beliebigen E-Mail-Adressen anmelden und kann mich auch jederzeit eben wieder abmelden. Der Vorteil ist, dass man jetzt der Reihe nach ohne weiteren Umstände eine Liste nach der anderen abonnieren kann und jederzeit natürlich wieder abbestellen kann. Ja, also in dem Moment, wo ich hier dann wieder draufgehe und sage, ich will jetzt die Liste nicht mehr haben, dann gehe ich unten auf Stumm geschaltet
Und dann habe ich wieder das durchgestrichene Zeichen und bekomme von denen keine Mails mehr zugeschickt. Also von daher ist es erheblich einfacher wie jetzt bei der bisherigen Variante. Es kommen mit Sicherheit noch ein paar Sachen raus, an die man sich gewöhnen muss. Aber insgesamt ist also auch die Anmeldung, hat man ja gesehen, ist also kein großes Problem. Und wie gesagt, es ist also nur die E-Mail-Adresse und eben das Passwort. Und das war das, was wir vorher bei der Bavaria-Liste auch schon hatten. Also man muss nicht Mitglied bei ComGen werden, um das nutzen zu können. So, Manfred, du beobachtest im Chat. Okay. Gibt es dazu noch Fragen? Das heißt, man kann die bisherigen Passwörter auch weiter verwenden. Ja, genau. Man muss sich eben nur anmelden auf diesen Diskurs. Und da ist eben das gleiche System wie vorher bei der Bavaria-Liste, wo man sich eben auch über ComGen auf die Seite gehen musste und anmelden und dann die Mails bekommen hat. Gut. Jetzt noch eine Frage, die mir spontan eingefallen ist. Ja. Du hast gesagt, die Einzelantwort an einen Teilnehmer, man könnte dann auch vielleicht zwei oder drei Personen, kann man die auf einmal anklicken und antworten, selektieren oder eine Person oder die ganze Liste, was du da gezeigt hast. Also wenn man auf Antworten geht in einer E-Mail, dann geht es automatisch an die ganze Liste. Wenn man, dann kann man es aus seinem E-Mail-Programm raus machen. Wenn derjenige zum Beispiel in seiner E-Mail seinen Namen nicht ganz gesagt geschrieben hat oder seine E-Mail-Adresse nicht zu sehen ist, dann muss man über die Hauptseite sozusagen gehen und da sieht man ja dann, wer etwas geschrieben hat, ja, und denen kann man dann zum Beispiel antworten, ja, jüngste Beitrag, das war also vorher und so weiter. Was neu ist, bei dem neuen System, wenn man Minuszeichen schreibt, dann haut alles, was danach steht, wird von dem System rausgelöscht, weil diese zwei Minuszeichen sozusagen für ihn ein Zeichen sind für Datenschutz in dem Programm und er das danach rauslöscht. Das heißt, dann kommt die Nachricht sozusagen verkürzt an. Und es ist eben so, dass E-Mail-Adressen nicht mehr direkt angezeigt werden. Das sind einfach alles Sachen, die vom Datenschutz her vorgegeben sind. Das heißt, schreiben an die Bavaria-Liste, wenn man also eine Frage hat oder hier dann heißt eben ein neues Thema, kann man auch direkt an die gleiche Adresse wie bisher auch. Das kommt dann also an alle. So. Das zweite Problem, wenn wir bei Registrierungen sind, ist der interne Bereich vom BLF. Es ist in Arbeit, dass es eine einheitliche, eine Stelle gibt, wo man sich einloggt und dann kommt man also in die anderen Sachen rein und muss sich nicht jedes Mal einloggen und so weiter. Das ist aber auf der Homepage noch nicht fertiggestellt, weil die mit der Homepage gerade am Umziehen sind. Egal in welchen Bereich ich reingehen möchte, ich muss mich also einmal registrieren und meine Daten eingeben. Und ich mache es jetzt einfach am Beispiel. Ich habe jetzt hier also die Startseite
Und wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich da reinkomme, dann schreibe ich jetzt hier zum Beispiel das Friedhofsprojekt. Kann aber auch digitalen Inhalt oder sonst was nehmen und kommt dann auf die Seiten. Das heißt, wer mit der neuen Aufstellung hier oben nicht klarkommt und irgendwas sucht, wo er vorher ganz einfach hingekommen ist und gewusst hat, wo es ist und jetzt ist es irgendwo versteckt, der kann also unten in das Suchfeld auch jeweils diese Schlagwörter eingeben. Kann also genauso hier oben über Projekte gehen oder hier dann eben austauschen mit anderen Forschern. Forschen allgemein und unter Forschen allgemein ist zum Beispiel auch die digitale Bibliothek des BLF drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, komme ich eben auf diese Seite, wo also dann drin steht, was also alles zur Verfügung steht. Und hier unten steht eben, dass diese Digitalisate nur für Mitglieder zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss hier unten auf Anmeldung gehen. Hier ist jetzt mein Name schon drin. Das heißt, wenn ich noch nicht registriert bin, muss ich hier oben meinen Benutzernamen eingeben. Und der Benutzername ist die Mitgliedsnummer ohne Schrägstrich. Also nicht wie bei anderen Homepages, dass dann die E-Mail-Adresse der Benutzername ist, sondern hier ist es so, dass die Mitgliedsnummer, also jetzt wie bei mir dann eben A5260, dann gebe ich die E-Mail-Adresse ein, meinen Nachnamen, meinen Vornamen und hier unten kommt dann die Mitgliedsnummer mit Querstrich rein. Wenn ich das ausgefüllt habe, muss ich dann noch angeben, wo ich also Mitglied bin, beim BLF, bei der GFF oder bei der GFO. GFF und GFO deswegen, weil das Sterbebildprojekt übergreifend auch für die GFF und die GFO ist. Und hier unten muss ich dann noch eine Frage beantworten, das heißt, eine der vier Jahreszeiten schreibe ich also dann zum Beispiel Winter rein. Manchmal kommt auch, wie viele Tage hat der Monat oder der Monat Januar oder irgend sowas. Und dann gehe ich unten auf neues Benutzerkonto erstellen. Dann bekomme ich ein Passwort zugeschickt und das muss ich dann hier bei Anmelden muss ich dann hier beim Benutzernamen eben wieder meine Mitgliedsnummer eingeben, ohne Schrägstrich. Und dann das Passwort, das ich zugeschickt habe, das ich dann später ändern kann. So, hier haben wir jetzt den Montag. Und dann bin ich also angemeldet. Und mit dieser Anmeldung kann ich eben in die ganzen Seiten rein, ob ich jetzt die Online-Angebote nutzen will. Beim Friedhofsprojekt habe ich dann, da bin ich jetzt natürlich als Admin drin, Moment. So, und dann kann ich die Grabsteine, also jetzt zum Beispiel Kriegerdenkmal, kann ich dann die Bilder anschauen, die man sonst eben nicht sieht. Oder kann dann eben in die digitale Datenbänke, was man also sonst noch alles haben, inklusive den gelben Blättern, die eben. Die sind aber allgemein zugänglich. Ja, aber da kann ich mir die PDFs runterladen oder anschauen und
Bei vielen Sachen kann ich eben nur die, habe ich nur die Übersicht, aber eben nicht, kann es nicht runterladen. Also wenn ich sagen darf, die digitale Bibliothek ist wenig bekannt. Wir kennen alle das Sterbebild, das Friedhofsprojekt und vielleicht mal Schulhaltsberichte. Aber was da so drinsteckt, sind auch noch die eine oder andere gute Treffer vielleicht dabei. Also hier ist jetzt zum Beispiel vom Dr. Sauter. Dieses Personenverzeichnis im Intelligenzblatt des Oberdonaukreises 1818. Und dann komme ich eben hier in diese Liste rein. Er ist ja unter uns. Vielen Dank genau. Für die Arbeit, die Sie da macht. Und er wird es uns dann im neuen Jahr ja vorstellen, nochmal in Präsenz oder vielleicht Hybrid, was wissen wir, wie es läuft. Also ganz tolle Geschichte, was da alles drinsteht. Also die Intelligenzbretter, die sind schon richtige Schätze. Ja. Und was man jetzt wissen muss, wenn ich jetzt dieses Digitalisat habe und gebe auf meiner Tastatur Steuerung und F ein, dann geht hier unten ein Feld auf in der Seite Suchen. Und wenn ich jetzt hier einen Namen eingebe, dann zeigt er mir also hier an 28 Übereinstimmungen. Und wenn ich hier auf den Pfeil gehe, dann zeigt er mir also jeweils hier den Kaspar an. Das heißt, ich kann also auch nach verschiedenen Schlagworten, nach Namen, nach Berufen oder nach Orten suchen. Wobei man hier dann zum Beispiel sieht, dass dieses, mach's mal ein wenig größer, also das Matzis schreibt man heute mit Sicherheit nicht mehr mit IE und scharfem S. Bin ich mir so nicht sicher. Also es gibt auf diesen Seiten, die sind eben auf diese Art und Weise durchsuchbar, was viele nicht wissen, weil sie kein Suchfeld sehen. Das geht also immer über Steuerung und F. Wie finden. Und so sind auch, schau jetzt gerade mal, ob ich hier unten gerade sehe. Genau. Es haben auch viele zum Beispiel dann die Forscherprofile nicht mehr gefunden. Die sind also auch auf dieser Seite, dieser Digitalseite. Und hier hat man auch die Möglichkeit, jetzt einzuschränken, ob ich jetzt nur Niederbayern suche oder Schwaben suche, nördliches Schwaben, südliches Schwaben und kann mich da also dann durchsuchen. Also zu 90% sind es Schwaben-Mitglieder, die ihre Forschungsprofile da abgegeben haben und ja. Wir mussten die jetzt aus neuen datenschutzrechtlichen Gründen in den Mitgliederbereich verschieben, weil sozusagen Auskunft an Dritte, das ist ja noch damals so gewesen, aber an Vereinsmitglieder gedacht, aber nicht weltweit an alle anderen Möglichkeiten. Deswegen haben wir die jetzt in den Mitgliederbereich verschoben. Man kann eben hier in der Volltextsuche dann auch die ganzen Seiten nach Orten oder Namen durchsuchen. Also von daher, bei schlechtem Wetter gibt es da also einige Möglichkeiten, etwas zu suchen. Was eben auch neu ist, ist dieser BLF-Block, wo es also verschiedene Themen gibt, die da also eben kurz dargestellt werden. Also wer morgen teilnehmen will, Sabine, am 17.09. kann hier draufklicken. Kommende Termine. Das ist also das Crowdsourcing-Projekt, das der BLF zusammen
mit Icarus for All macht und da sind hier dann auch die Zugangsdaten dazu. Also morgen ist keine WebEx-Veranstaltung, sondern das läuft über Icarus for All und Icarus for All arbeitet mit Zoom. Manfred, vielleicht erklärst du mal das, was viele sich immer nicht fragen trauen oder bei manchen ungewiss ist und wir so selbstverständlich immer von den Kekulé-Nummern sprechen. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Programme, die man von vornherein eine Einstellung haben, indem man auf Ahnen geht und dann wie beim Ahnenblatt, da ist immer eine Nummer 1 vorgegeben und da kann man gar nicht auswählen. Aber das ist sozusagen die Ahnennummer von einer Person ausgehend, von der Startperson, vom Probanden. Man muss jetzt nicht in genealogischen Programmen jede Person mit einer bestimmten Nummer versehen, sondern kann die dann beim Ausdruck sozusagen eingeben. Starte mit der Nummer 1. Wenn ich meine Kinder nehme, und dann sind es natürlich andere Startpersonen oder von meinen Enkeln jetzt. Sabine hält jetzt da ihre Ahnentafel hin und kann das ganz gut erklären. Die Startperson ist also die eine Person, und dann haben wir den Vater links, 2, die Mutter 3, dann kommen wir zu den Großeltern väterlicherseits, 4, 5, 6, 7. Und die nächste Reihe, also immer doppelte Anzahl, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und so weiter. Das und, heißt immer 2, 4, 8, 16, 32. Genau. Die Männer sind immer gerade und die Frauen sind ungerade Zahlen. Ich bin gespannt, bis jemand kommt und das wieder als ungerecht findet, dass man auch hier gendern muss und dann das System durcheinander bringen oder sagen die Damen zuerst oder sonst was, das, was seit Jahrhunderten üblich ist, jetzt auch noch jemand ändern will. 115 habe, dann weiß ich, der Vater ist die 230. Zum Beispiel einfach das Doppelte nehmen und die Mutter ist dann 230 plus 1, also 231. Also da muss man nicht die ganzen Reihen durchzählen, bis man durcheinander kommt, sondern kann über den Verdopplungseffekt. Und wenn man die Ahnentafel dann gelernt hat, dann geht man sowieso zu einer Ahnenliste über, die nur über die Kekulé-Nummern zu verstehen ist. Also Ahnenlisten von berühmten Leuten sind ja viele publiziert und die haben dieses Nummernsystem von Kekulé als Basis. Also das wissen auch viele nicht, dass man sagt, wenn ich da mittendrin anfangen, Mensch, der Name, das könnte auch meiner sein. Und wo sind die Kinder, wo sind die Eltern von ihm? Also über Verdoppelungseffekt. Wir haben unseren Lateiner da. Ja, natürlich. Also traut euch. Xaver, du hast jetzt die ganzen Kirchenbuchüberschriften gemacht mit den Kapiteln. Da vielleicht ist dir auch das eine oder andere aufgefallen, wo du jetzt sicherer bist wie vorher. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele geben und den Hermann Heinrich da ein wenig Löcher noch oder da bestätigen lassen? Den rufe ich immer direkt an, wenn ich ihn brauche. Ja, das ist auch viele in den Kirchenbüchern haben zum Beispiel mit dem Begriff Sponsalien können die überhaupt nicht anfangen. Und haben die auch nie durchsucht. Also ich habe fürs OFB Ehingen zum Beispiel auch die Sponsalien durchgemacht, weil die nach außerhalb geheiratet haben. Die findet man dann eben wenn in Sponsalien. Und dann weiß man, wo die hingeheiratet haben. Das haben aber da teilweise die Pfarrer schon bei Hochzeiten mitgeschrieben. Also unter Heiratseinträgen stehen teilweise auch Sponsalien mit dabei. Ja. Also manche haben das nicht so genau genommen, das habe ich schon festgestellt, ja. Ja, in manchen Pfarreien
Da hat der Pfarrer ein Sponsalienbuch geschrieben. Das ist ein Ehevertrag, der vor dem Pfarrer und zwei Zeugen geschlossen wird. Später hat der Pfarrer gelegentlich hineingeschrieben, Matrimonium in Fazie Ecclesiae. Das war dann der offizielle kirchliche Hochzeitstermin. Der war auch 14 Tage später. Ja. Also im Mannverein gibt es nur Sponsalien, keine Ehebücher. Okay. Ja. Ich habe zum Beispiel in Inchenhofen, St. Leonhard, festgestellt, dass die Hochzeit in zwei Kirchenbüchern zu zwei verschiedenen Terminen drin standen ist. Aber wirklich Hochzeit. Die war einmal in Inchenhofen drin standen und einmal in Hollenbach. Weil Inchenhofen hatte früher zu Hollenbach gehört, aber scheinbar haben die getrennte Kirchenbücher geführt. Und da steht die gleiche Hochzeit drin, zwar mit anderen Trauzeugen, aber gleiche Person und alles, so mit 14 Tagen, 14 bis 3 Wochen Unterschied. Die wollen halt zweimal in Wirtschaft gehen zum Feiern. Ja, genau. Gut, ich habe eine E-Mail bekommen, wo ich also gefragt war, ob wir heute auch Matricula was zeigen, wo ich gesagt habe, das können wir problemlos machen. Das ist also die Startseite von Matricula Online. Das heißt, ich habe also, Deutschland hat übrigens inzwischen Österreich übertrumpft. Es gibt einige Kirchenbücher in Polen oder einige Gemeinden, Serbien. Luxemburg ist viel drin, Bosnien-Herzegowina, Slowenien kommt also auch immer mehr und zwei Bücher von Italien. Also die stellen inzwischen auch online. Ich gehe jetzt hier mal auf Deutschland. Man sieht also Bistum Augsburg, Berlin, Dresden, Fulda. Was auch relativ neu ist, das ist dieses geheime Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz. Also wer in Preußen sucht. Und das geht also bis runter nach Pechta. Für uns natürlich am interessantesten ist im Moment Augsburg. Wir warten ja drauf, dass Eichstätt jetzt auch kommt. Und hier ist einfach die alphabetische Liste von den Kirchenbüchern. Wenn ich den Ort anklicke, kommt dann die Liste der Kirchenbücher. Die 1 vorne heißt immer, dass, ja, Glück gehabt, dass grün ist. Das 1 vorne heißt immer, dass das Ganze also in einem Buch ist. Das heißt, die Taufen, die Firmungen, dann die nächsten Taufen. Das heißt, dieses 1er Buch geht also bis, Heiliger Stoß, da kam die überhaupt der zweites Jahr, bis hier runter. Also 1685. Das ist also alles in einem Buch. Und hier sieht man also, der grüne Haken bedeutet, dass das also schon indiziert ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt drauf gehe, dann lande ich gleich bei den Sterbefällen und muss mich also nicht erst durch das ganze Buch durchwählen. Und das ist eben die ganz tolle Arbeit, die der Xaver und die Margret als Teamleiter oder als Admins da jetzt durchmachen. Und Xaver, jetzt erzähl du ein wenig was, auch wenn es morgen nochmal kommt, vielleicht eine ganz allgemeine Information, die jetzt doch nicht alle haben. Ja. Ja gut, ich habe jetzt mittlerweile systematisch angefangen. Der Buchstabe A, Buchstabe B, Buchstabe C ist bereits durch. Wir sind bei D. Die Margret kommt aber nicht ganz hinterher. Also bei B sind wir erst im Mittelfeld, die anderen sind dann noch nicht freigegeben. Und ich gebe mittlerweile alle anderen Bearbeiter, sage ich jetzt einmal, frei. Die Margret ist halt noch berufstätig und kann erst am Abend oder in der Nacht vielleicht mal eine Pfarrei oder zwei Pfarreien von mir wieder machen. Ich halte mich ein bisschen zurück, sonst wird es zu viel für Margret. Muss ich halt so machen. Aber ich habe wieder diese Stefanie hat sich gestern gemeldet, wo ich gefragt habe. Und die möchte auch was eingeben und ich helfe ihr auch ganz gerne. Also ich habe da schon einiges erlebt. Einen Kollegen von Duisburg,
habe ich schon an der Strippe gehabt. Wir haben eine Zweierkonferenz gemacht. Ich habe ihm das Ganze erklärt und dann hat er das ganze nordwestliche Ries gemacht. Also bis hinter nach Dinkelsbühl. Doch, alles schon fertig. Ich war zwar, also ich habe zwar ihm gebeten, er soll da bitte weitermachen, aber er mag halt nicht mehr. Ja, macht nichts. Aber wir haben schon noch ein paar gute Damen und Herren, die fleißig sind. Andere sind natürlich jetzt im Urlaub und wollen erst im Winter wieder weiter, oder im Herbst, wenn es wieder mehr Zeit ist, wieder weitermachen. Aber da haben wir schon Hoffnung, dass wir bis nächstes Jahr im Frühjahr eine schöne Summe zusammen haben. Also wenn man denkt, wann habt ihr angefangen? März, April, oder? April haben wir angefangen, ja. Und jetzt ist schon ein Drittel bearbeitet, oder? Ja, 10.000. Ja, und wir haben 27.000 Kirchenbücher. Ja. Also Kirchen, Bücher. Alle. Wir haben 904 Pfarreien und haben insgesamt 27.400 und ein paar zerquetschte Teile von Kirchenbüchern. Also und jeder Teil ist halt eine Aufgabe und diese Aufgabe ist dann immer ein Abschnitt, egal ob Taufen oder ob Firmungen oder ob Hochzeiten. Und diesen Teil, so wie man auf der rechten Seite jetzt diese Nummern sieht, wo der blaue, die Nummer 97 zum Beispiel, das ist dann die erste Seite und 112 ist dann die letzte Seite. Und das macht der Bearbeiter, sage ich jetzt mal so, ja. Und wir kontrollieren das Ganze dann nochmal. Erstens, ob die ganzen Daten, die oben jetzt rechts oben drin stehen, zum Beispiel breiten Grund, ob das wirklich Sterbefälle sind, ob der Datumsbereich und so weiter stimmt und ob die Bildzuordnung zu diesem Datumsbereich auch stimmt. Ja. Das geht eigentlich ganz gut. Also wenn man mal drin ist in der Materie und von Herrn Heinrich zum Beispiel die wichtigsten lateinischen Begriffe kennt, dann läuft das ganz gut. Ich habe dann noch eine Liste gemacht. Wenn ein Anfänger dabei ist, der sich einfach dazu interessiert, dann kriegt er von mir immer die Liste noch zugeschickt, wo wenn die Vorgehensweise und die Hauptbegriffe drinstehen. Ja. Gut. Ich lese gerade diesen Akte. Was soll das sein? Axerans, was weiß ich. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gehört. Das ist Beiname, oder? Thomas Mayer, der Axerand. Habe ich nicht. Ist das ein Hausname oder sowas ähnliches? Ja, ja, wahrscheinlich. Weil bei anderen steht es nicht dabei, wie ich sehe. Okay. Ja, ja. Muss irgendwas besonders sein. So, wer hat noch eine Frage? Ja, vielleicht sage ich nochmal Metasuche oder irgend sowas, was immer gut ankommt. Ja, also. Die Homepage vom Verein für Computergenealogie, die also auch umgestaltet wurde. Das heißt, es geht jetzt hier über Recherchieren und hier ist die Metasuche versteckt. Und wenn ich hier draufgehe, komme ich wieder auf die alte Seite und kann hier nach Namen oder Orten suchen. Und dann werden also diese ganzen Dateien durchgesucht und wie man sieht, sind also sowohl die Friedhöfe als auch die Sterbebilder an dieses System mit angebunden und werden also auch mit durchsucht. Und habe dann hier also eine Unzahl an Ergebnissen. Das ist irgendwie abgeschnitten. So. Also wenn man mal einmal so quer durch einfach sich
was weiß ich, nach Namen sucht, gibt es also die Möglichkeit, die jetzt mehr in Deutschland beheimatet ist. Und die andere Suchmöglichkeit ist eben Family Search, die also unzählige Dateien online stehen haben. Bei FamilySearch.1 ist es kostenlos. Punkt 2, ich muss mich einmal auch anmelden. Das heißt, ich gehe hier auf Anmelden, muss dann eben einen Benutzernamen und Passwort. Da geht es eben auch darum, dass da kein Unfug damit getrieben wird. Und hier oben gibt es die Suche und da kann ich eben Aufzeichnungen, das sind also die ganzen Kirchenbücher und so weiter. Ich kann entweder hier vorne schon einen Namen eingeben oder ich kann hier unten anklicken, alle veröffentlichten Sammlungen durchsuchen. Und das kann ich jetzt aber im nächsten Schritt auch wieder einschränken, indem ich hier auf Kontinentaleuropa gehe und hier dann zum Beispiel auf Deutschland, Frankreich oder sonst etwas. Und dann möchte ich auf der Maya-Luise ihren Vortrag, die hat einen eigenen Vortrag, der auch bei YouTube steht. Maya-Luise, sag mal was dazu. Ja, ich habe also die Suche auf Family Search, wer Family Search überhaupt ist, wie man registriert und wie man dann auf den verschiedenen Suchfeldern sucht, aber auch dann noch gezeigt, wie auf dieser Webseite des Deutschen, des Berliner Kollegen, die sogenannte WUSI-Seite, wo man dann in den jetzigen Bundesländern und in den früheren Teilen Deutschlands oder Großdeutschlands auch suchen kann. Das ist in diesem Video auf unserem BLF-YouTube-Kanal beschrieben, wie die einzelnen Schritte gehen. Genau. Das ist also diese Seite FSWebosi, der dort also laufend schauen, was bei Family Search neu online gestellt wird. Und ich kann dann hier eben einen Ort eingeben und dann zeigt er mal also an, was es in Augsburg alles gibt. Man sieht also hier, das sind zum Beispiel vom Standesamt die Geburtsscheine von Augsburg 1811 bis 1932. Man sieht also, das geht erheblich weiter wie die Kirchenbücher. Und dann sind Trauscheine. Das sind also diese Standesamtsunterlagen. Das ist sozusagen das Neueste, was dann online steht. Also hier unterscheidet sich der Inhalt immer wieder, weil das eben immer zeigt, was so die letzten Monate online gestellt wurde. Von Augsburg ist zum Beispiel auch vom Stadtarchiv sehr viel online gestellt, wo man eben auch hier drüber findet. Also das ist jetzt zum Beispiel Dinkelspühl vom Stadtarchiv. Das sind also auch Auswanderungen, was für viele ja ganz interessant ist, oder eben Ansässigmachung und Verehelichung. Also Family Search hat eben den großen Vorteil, dass es kostenlos ist und nicht wie andere Anbieter, die einen mit einem kostenlosen Angebot locken und anschließend dann jeden Monat zahlen lassen. Also Möglichkeiten, online zu forschen, gibt es inzwischen jede Menge. Man sieht also hier zum Beispiel auch diese Wiedemann, Anna Maria. Das ist zum Beispiel ein Ortsfamilienbuch von Baltimore, das also online steht. Da sieht man hier eben dann auch die Eltern.
Er ist also aus Peine und sie ist aus Osterholz. Also ich habe ja noch nie was aus solchen Online-Portalen abschreiben können, aber neulich habe ich mich mit den Vorfahren meiner Schwiegertochter beschäftigt und einfach mal recherchiert und hier über GetBus einen Volltreffer gelandet. Ein Forscher sozusagen bei den Urgroßeltern schon ansetzt und ich konnte hier über 300 Vorfahren abschreiben. Da war an der Seite von der Schwiegertochter überhaupt noch nichts erforscht. Also absoluter Volltreffer und wie ich gesehen habe, hat er wirklich gut recherchiert. Also wir haben ja auch immer wieder mal einen Vortrag über Ahnenforschungsprogramme und hier ist also von CompGen auch eine Seite, wo also 144 Programme aufgezählt sind und wenn man da drauf geht, ist also dann eben auch eine genaue Erklärung und zum Teil eben dann auch die Download-Version zum Ausprobieren mit drin. Also hier unten ist zum Beispiel die Download-Seite dann für dieses Programm auch da. Also vom Ahnenblatt gibt es inzwischen auch eine App-Version für Handy. Keiner traut sich Fragen stellen. Sabine, die wissen alles, wir labern die unnötig zu, glaube ich, oder wisst es? Ja, Gefühl hat sie auch langsam. Also hier ist der Schorsch. Also Schorsch, sprich. Frage. In den Taufmatriken ist das Datum und die Uhrzeit immer vermerkt. Die meiste, ja. Soll man die, wenn man die abschreibt, soll man die abschreiben, mitnehmen oder soll man die weglassen? Das kannst du machen, wie ich dachte, ein Aufsteiger oder Runterfaller. Also, das ist deinem wissenschaftlichen Anspruch passt. Also wenn ich schreibe es nicht auf. Ich schreibe natürlich bei den Sterbealter, da schreibe ich schon hin, wenn er so genau war. 81 Jahre, 3,5 Monate und 2 Stunden oder sowas, dann schreibe ich das mit dazu, aber die Arbeit mache ich mir wirklich nicht. Also, zumal man ja jederzeit jetzt bald selber nachgucken kann in den Originalen, was da eigentlich steht. Was ich schon mache, ich tue mir von jedem Kirchenbucheintrag einen Scan machen und in mein Familienblatt drauf. Und da steht es dann ganz genau drin. Also die Mühe jetzt abzuschreiben und das zu verbalisieren, das machen wir nicht. Naja, also allgemein wird das so, machen das die Leute nicht. Nee. Ja. Okay, Dankeschön. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar die DVD, die es gibt. Ich habe jetzt die DVD schicken lassen. Wenn ich was suche, ist auf der 18er DVD nicht alles drauf, was auf die anderen drauf ist? Oder muss man da immer alle DVDs suchen? Da blicke ich noch nicht ganz durch. Also die DVDs, die letzten sind nicht unbedingt alles drauf, was vorher drauf war, sondern bestimmte Inhalte sind aktualisiert, das ja. Die ahnen verschiedene Personen oder Mitglieder, aber zum Beispiel gewisse Inhalte sind nicht mehr mit aufgenommen, die bei früheren DVDs schon drauf waren. Sabine, zeigst du mal. Außerdem kann man auf der Homepage die Inhalte genau angucken, was da drauf ist. Unter Publikationen. So, jetzt kann ich gleich Publikationen, hier. Publikationen, ja. Da war schon richtig. Ja, ich bin bloß verrutscht. So. Und da, wenn man drauf geht, dann ist jeder Inhalt beschrieben auf den DVDs. Zwei sind auch schon vergriffen. Ja.
Zehner und die Zwölfer, glaube ich, oder? Die Zwölfer ist vergriffen und ich glaube, die Vierzehner gibt es nicht mehr viel. Ja, da sind die Inhalte genau beschrieben, was da alles drauf ist. Genau. Aber gibt es denn nicht irgendwie dann eine Liste, wo es ist alles drauf und dann steht dahinter, das ist auf der DVD 2.16, nicht auf der DVD 2.18. Man müsste jetzt alle immer wieder aufmachen und vergleichen, oder wie? Ja, leider. Leider. Also die Ahnendatenbank Bestände verschiedener Forscher, die ist immer wieder aktualisiert worden. Die ist eigentlich auf allen DVDs drauf. Die Bayerischen Friedhöfe sind natürlich jetzt nicht mehr drauf und die Schwäbischen Hochzeitsbücher jetzt auch nicht mehr da, auf der 18er, weil die vorher drauf waren. Und auch die Traueranzeigen, glaube ich, nehme ich, weiß es nicht mehr. Auch die Traueranzeigen, doch, Traueranzeigen sind drauf. Zum Beispiel auf der 2004er waren die Auswanderer drauf, aber schlechter aufbereitet. Deswegen hat man sie auf die 2016er. Und ich gehe jetzt mal zurück auf die. Na, ja. So. Das heißt, auf der 18er sind also die Traueranzeige, es sind auch die Ärzte und Förster drauf. Was immer drauf ist, das sind die Bestandsverzeichnisse von den Bibliotheken und die Register von den gelben Blättern. Auf der 18er ist zum Beispiel der Seelenbeschrieb vom Hochstift Eichstätt drauf. Und neue Hochzeitsbücher, die auf dem anderen nicht drauf sind, weil ein paar Hochzeitsbücher später jetzt erst aufgetaucht sind. Die sind aus Nachlässen zum Teil rauskommen. Finde ich die. Und dann ist eben. Ja. Finde ich die Inhalte auf den DVDs auch auf der Homepage alles oder in der Bibliothek? Das ist alles auf der Homepage. Das ist ja alles Homepage, was die Sabine gerade zeigt. Also alle DVDs sind auf der Homepage gespeichert? Nein, das kann man nicht die DVD rein, sondern die Inhaltsverzeichnisse. Die Inhalte selber nicht. Also es gibt keine neuen DVDs mehr, 2018 ist die letzte. Mhm. Wir werden peu à peu Inhalte auf den Mitgliederbereich auf der Homepage stellen und wie sich das entwickelt, das können wir jetzt nicht sagen. Aber zum Beispiel waren die DVDs jetzt, die schwäbischen Hochzeitsbücher, die da drauf waren, die waren der Renner zum Beispiel, als das Bistum Augsburg online gestellt worden ist. Mhm. Oder die, was unterschätzt wird, diese Ahnendatenbank ist ja gigantisch, was wir da haben. Ja. Also das ist zum Beispiel eine Kartei mit 3.800 Förstern und 2.000 Ärzten aus dem 19. Jahrhundert, die also auf der 14er, 16er und auf der 18er drauf sind. Das sind also Karteikarten, die digitalisiert worden sind und eben in Excel-Dateien erfasst und auf der DVD sind die drauf und so schauen die eben im Original aus. Das ist so ähnlich wie die Elterndokumentation auf der 16er nochmal, glaube ich, oder? Ja. Das ist so ähnlich. Also diese ganzen Karteikarten, die sind alle in Augsburg in mehreren Schränken, Buchfächern. Also digital nur auf der DVD zum Sehen. Ja. Digital sind sie nur auf der DVD. Also wie gesagt, es ist geplant, dass man die Bestände dann in den internen Bereich stellt. Es ist nur so, dass die Homepage und die ganzen Datenbanken, die sind am Umziehen und es ist natürlich eine etwas größere Angelegenheit, das Ganze umzuziehen. Von daher sind die dann noch etwas länger beschäftigt.
bis das alles umgezogen ist. Und erst dann können wir die digitale Datei auf der Homepage weiter ausbauen. Also vorrangig ist jetzt nicht gedacht, dass man jetzt möglichst schnell alle Inhalte von den DVDs auf den internen Bereich schiebt, sondern dass man neue Inhalte online stellt. Zum Beispiel aus Nachlässen oder sonst was. Mhm. Oder Ahnenlisten oder was wir sonst in der Bibliothek haben, was von allgemeinem Interesse sein könnte. Danke. Also die wichtigsten DVDs sind die 14er, die 16er und die 18er, würde ich sagen. Dann hat man schon einen guten Überblick. Und die 12er und 10er sind sowieso vergriffen. Und die ganz alten, da sind viele Inhalte. Es sind etliche kleinere Inhalte, die da vielleicht noch vorhanden sind, aber jetzt nicht so interessant. Ich denke, die letzten drei, wenn man die hat, dann ist man gut ausgerüstet. Ja. Dankeschön. Also die Kosten für die Mitglieder 8 Euro, das ist jetzt nicht... Ja. Ich habe schon bestellt, ich habe schon angeschaut. Ja. Und es gibt also auf der DVD, was viele auch nicht so klar ist, es gibt zwei Bereiche. Es gibt also die Möglichkeit mit der Suche, was ich also jetzt hier so habe, das ist also dieses Suchprogramm, dieser DocFetcher. Und es gibt die Möglichkeit, direkt die Bestände anzuschauen. Also am besten, man spielt sie die DVDs auf den Rechner und installiert da dieses Suchprogramm, dann hat man es immer parat und hebt das Original dann auf zur Sicherung. Und da kann ich jetzt hier eben zum Beispiel in Auswanderer und Verschollene, habe dann hier eine Anleitung, habe hier also Auswanderer aus Bayern und hier dann die alphabetische Liste, kann hier oben aber umstellen auf Orte, sodass ich dann auch auf den Ort gehen kann. Und wenn ich dann hier auf den Namen gehe, kommt dann eben aus Meiningen, ist nach Nordamerika ausgewandert und 1854. Also ganz interessant, habe ich auch schon mitgearbeitet, wenn man Ortsfamiliebuch macht, gucken, sind da welche nach Amerika ausgewandert. Da landet man doch den einen oder anderen Treffer. Und ich denke auch, eine der Hauptquellen, Dr. Sauder, waren doch auch diese Intelligenzbilder, wo die Auswanderungen dokumentiert sind. Ja, das ist ja hier Quelle IB, ja. Intelligenzblatt, Schwaben-Neuburg, ja, genau, ja. Augsburg 1854. Und diese Intelligenzblätter stehen zum Großteil auch online. Bei Google Books. Gut, das war jetzt eine prima Frage, weil man doch einiges wieder erklären hat können. Vielleicht zeigst du noch die Elterndokumentation, die ist auf der 16er nochmal drauf. Das ist auch eine ganz tolle Quelle. Nicht über die Suchfunktion, sondern direkt reinschauen. Ja, bin ja schon dabei. It happened, Herr Wünschele. Ja, weißt du, ich bin ein Treiber, ein Kameltreiber. So. Also. Die Elterndokumentation. Es war nämlich früher auch ein Projekt des BLF, wo die Forscher aufgerufen waren, nach einem bestimmten Formblatt ihre Familienblätter einzureichen. Und die sind im Archiv und wurden sozusagen hier einmal sozusagen gescannt und auch transkribiert. Und hier habe ich jetzt hier oben noch viel mehr Möglichkeiten, das zu sortieren. Das heißt, der Ehename der Frau,
Ich kann nach Berufen sortieren, nach Todesursachen und so weiter. Heiratsorte, Wohnorte, Name und Orte. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann komme ich eben, hier ist es also original, was da ausgefüllt worden ist. So schauen die also aus. Und da ist also der Hauptname sozusagen, dann Geburtsdatum 1770, Seefeld, 30 Kilometer west-südwest von München. Genau. Und da sogar noch die Genealogie da unten angezeigt. Genau. Einen Tag für kleine. Ja. Kann also dann, was weiß ich, alle Bäcker raussuchen. Wenn ich zum Beispiel Bäckerforschung mache oder Apothekenforscher. Also von daher gibt es da etliche Möglichkeiten. Übrigens, die 2016er hat jedes Mitglied bekommen, das 2016 Mitglied war. Das war einmalige Aktion, war eine Beilage vom Infoblatt 2016.